Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zu einer neuen Folge vom FIFA 17 The Journey Modus. Und wir haben heute ein Topspiel: Manchester United gegen FC Chelsea. Platz 1 gegen Platz 2. Das kann natürlich hier richtig dick in die Hose gehen. Ich habe hier auf jeden Fall Respekt. Der Gegner ist stark auf dem zweiten Platz. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir hier möglichst sauber und ordentlich spielen. Es regnet dazu oder schauert. Hab den Pass versucht zu spielen. Jawoll, Jawolski, schade, Schadetski. Ja, hallo, Computer. Oben lang, genau. Da macht er sich Platz. Das sah richtig gut aus. Und Zlatan mit dem Schuss, ja. Ich glaube, der hätte entweder noch Meter gehen können oder so, oder ein bisschen härter rausschießen. Gezielter, platzierter. Also da wäre, glaube ich, ein bisschen mehr drin gewesen. Zumal da richtig durchgesteckt wurde. Gut den Fuß davor gekriegt. Jetzt gibt es die Ecke für Chelsea. Ich versuche hier so ein bisschen auch den Gegner mitzudecken. Er muss weg. Gut, wunderbar. Der war in Ordnung, ne? Aber geht immer ein Stückchen daneben. Ich krieg die Schüsse nicht so richtig aufs Tor. Dreht sich raus, statt rein. Okay. Also das muss irgendwie immer mal klappen. Aber der ist nicht gefährlich gewesen. Okay, erste Hälfte. 0-0. Chelsea. Ja. Schafft es hier sehr gut gegenzuhalten. Ja. Spielen wir die gesamte Mannschaft im Kopf. Oh, das sieht nicht gut aus. William. Da muss einer hin. Weg, weg, weg. Gut. Jetzt den Konter. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, Mann. Ja, warum probiere ich es denn immer wieder? Ich habe einfach die Hoffnung, dass es irgendwann mal klappen könnte. Das ist doch schön. Oh, der grätscht mich da, aber der Pass ist gut. Oh, Wahnsinn. Gut gemacht. Courtois hält. Ich glaube, jetzt bin ich weg. Ja, ich bin weg. Ich habe es schon gehört. Ich kann es auch nicht überspringen hier mehr, die Geschichte. Ja, Rooney kommt rein. Ich habe da nochmal eine schöne Aktion eingeleitet, aber leider hat es nicht gereicht dafür. Ist ein schwieriges Match gewesen. Und jetzt die Frage. Restliche Zeit simulieren brauchen wir uns nicht anschauen. Geht 0-0 aus, ja. Ist okay. Eine 5,9. Nicht mehr Startelf. Wegen eines Matches. Wo ich eigentlich in Ordnung gespielt habe. Die 6,4. Mhm. Okay. Hart erkämpft der Zähler für Manchester United. Kommt noch irgendwas von unserem Kumpel? Nö, nichts. Der schreibt nichts mehr. Achso, ich habe hier eigentlich ja das genommen, aber dadurch, wenn ich das Spiel verlasse, dann merkt er sich das irgendwie nicht. Schusstraining. Also müssen wir uns mit dem Schusstraining jetzt wieder für die Startelf qualifizieren. Ja, ja. Schussgenauigkeit und Chancenerarbeitung mal wieder. Na gut, mit Schussgenauigkeit sollte ich das hinkriegen. Chancenerarbeitung ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Gucken wir mal. Nummer 1 geht rein. Und der trifft. Jawohl. Ja. Ah, da kommt er ran. Gut, von da treffe ich immer recht gut. Ja, ja. Sehr schön. Ja, warum schaffe ich sowas im Spiel nicht? Das sind doch hier die gleichen Situationen aus dem Spiel heraus.
Wieso wird das im Spiel gar nichts? Weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Okay, jetzt wieder Chancenarbeit und das versuche ich hinzukriegen. Wird schon. Ein B sollten wir hinkriegen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Nummer 1, ja. Also ich bin gleich zufrieden mit dem C, weil ich keinen Bock habe. Stundenlanges herumgespiele. Oh mein Gott, wie er den daneben spielt, verstehe ich auch nicht. Ja, 9 Sekunden. Wow, danke, dass du meine Zeit verspielst. Alles klar, ist gut. Ach, UA. Ist mir egal. Chancenarbeit, ich hasse es wie die Pest. Mal läuft das richtig gut, mal läuft es einfach überhaupt nicht. Na, zum Glück nicht mehr Auswechselbank. So, damit geht's weiter. Newcastle. Das ist der FA Cup. Okay, dann mal los, ab ins Match. Da, wo wir jetzt eh gegen die gespielt haben schon, oder gegen, dass ich da verliehen war, und dass wir jetzt gegen die spielen dürfen, da müsste doch irgendwas irgendwie hier Besonderes kommen, oder? Müssten wir eigentlich Williams sehen. Also ich bin mal gespannt. Ich lasse das mal ein bisschen durchlaufen, um uns das einfach mal anzugucken. Im Moment habe ich noch keinen da erkannt. Jetzt, wenn die Kamera gleich da vorbeizieht, müsste man diese eventuell sehen können. So, jetzt geht's einmal hier durch. Die Jungs hier kennen wir ja. Aber die anderen wollten wir gerne sehen. So, und jetzt gucken wir da mal. Sehe ich ihn irgendwie? Ich habe nicht das Gefühl. Nee, er ist nicht dabei, ne? Nee, okay. Das wird interessant, Freunde. Dann mal ab. Heißt es jetzt, Tor machen. So, ich hoffe, dass die hier sehr gute Bewegungen durchmachen. Das ist gut. Ibra! Nein, das ist nicht dein Ernst. Ibra! Also jetzt wirklich, Freunde. Wenn Ibra so frei vom Tor steht, dann schießt er doch nicht daneben. Da war doch alles offen. Okay, mal sehen, wo es jetzt hier lang geht. Abspielen. Nicht immer dieses ewige Herumgetändel. Oh. Schafft er leider nicht, da ranzukommen. Ich habe noch ein bisschen gewartet, ich habe gezögert. Wann soll ich den hier abspielen? Okay, ist drin. Ich stehe sehr lange da frei. Habe ihn angefordert, leider wird er nicht zu mir gespielt. Aber ist ja egal. Hauptsache das Ding ist drin und wir gehen in Führung. Schauen wir uns das mal an. Ah, hier. Weiß ich nicht, vielleicht hätte er den auch nicht zu mir hingespielt bekommen. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Hauptsache, das Ding ist drin und wir können ins Finale einschalten. Okay. Zu lange gewartet, danke. Oh, was? Wieso machst du den nicht rein? Ich glaub es nicht. Warum? Ja. Okay. Ich versuche noch immer, mich anzubieten. Ich laufe über das halbe Feld. Aber man kann halt nichts machen, ne? Wenn der Ball dann nicht auf einen gespielt wird. Ich hätte ihn wahrscheinlich genauso in die Wolken geschossen. Jetzt sehe ich auch noch einen Vorteil hier wieder.
Nehmt ihn euch bitte den Ball. Da. Ja. Okay, 3 Minuten Nachspielzeit wird eh gleich abgepfiffen. Okay. Wunderbar. Also geglänzt habe ich jetzt noch nicht, aber ich denke mal, das kann jetzt in der zweiten Hälfte was werden. Carrick raus, Pogba rein. Ich verstehe es einfach nicht. Es will einfach nicht in meinen Kopf, dass der nicht von Anfang an spielt. Ich stehe frei. Ich stehe komplett frei. Sehr schön. Okay, cool. Harry Kane mit auf dem Platz. Ah, der ist drin. Abseits. Ja. Der wird da gespielt. Okay. Jawohl. Schieb rein. Ah, alles klar. Ey, wie kann man den nicht reinmachen? Im Ernst jetzt. Im Ernst. Wirklich jetzt. Also es ist ja alles geschenkt. Danny Williams, unser Kollege. Mhm. So nicht. Jawohl, ein tolles Tor. Und endlich trifft das Ding. Jim Huntes Debüt, Tobi Lanz, übertroffen. 21 Tore. Sehr schön. Her zu mir und dann boom. Danke. 21 Tore. Zählt auch der FA Cup dazu offensichtlich. Meine Güte, ist das gut. Endlich. Gelbe Karte, Sissoko. Oh, dass wir den kriegen und noch köpfen können. Wahnsinn. Also, fand ich gut. Und damit sind wir im Finale des FA Cups. Mal gucken, wann der dran ist. Sehr gut. Ah, da freut er sich. Spitze. Gut, gut, gut. Also, gutes Spiel heute insgesamt. Ein 2:0, das ist in Ordnung. Einzelheiten waren nicht perfekt. Aber das lässt sich ja alles, naja, noch verbessern, ne? Achte, voll Pass drauf, tralala. Ja, genau. Okay, wir haben unseren Opa überholt, ne? Mit 21 Toren. Sehr gut. Schau mal eben ab ins Hauptmenü sozusagen oder ab nach Hause. Mal sehen, ob wir dazu was gesagt bekommen. Hier Attribute. Ne, ich versuche es jedes Mal. Statistiken vermutlich hier. 20 in der Premier League. Und ein im FA Cup. Der zählt wohl irgendwie dazu. Keine Ahnung. So. Sieht so aus. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall so. Da geht's weiter. Nochmal in Form. Und schon wieder, ihr seht, die ein Silbe in Form. Mit einer 75. Silber in Form sind maximal 74. Er hätte jetzt Gold sein müssen und am Anfang des Spiels wird auch Gold angezeigt. Naja, gut, Defensive. Uah, das kann ich ja immer nicht. Aber trotzdem ist das nice, wenn wir wieder einen in Form gekriegt haben. Gentlemen, heute El Rondo. Ich hasse El Rondo. Und ich muss auch noch weggrätschen. Oh. Okay. Hm. Wie soll ich den kriegen? Ja, 30 Punkte. Wahrscheinlich. Ey, diesen El Rondo, den kann ich nicht. Oh, 1000 Punkte. Yay. Ich laufe wie doof hin und her. Yo, ich weiß ja, wo er lang geht, aber ich kann das nicht. Das ist... Okay, reicht mir. Ey, El Rondo, das geht gar nicht auf die Kuhhaut von mir.
Jetzt oder 2 gegen 1, ey. Ich werd bekloppt. Okay, Defensive ist vorbei. Also, hä? Wie soll ich das verteidigen? Wie? Er spielt immer ab, oder wie? Ich komme gar nicht so schnell dahin. Und wenn ich den anderen versuche abzulenken, dann macht er es selbst. Also, das geht gar nicht. Das ist eine Goldverteidigung, die ich nicht kann. Mhm. Ja, er hält mich auch fest. Ich bleib dann auch hängen. GG. Ich versuche ein bisschen mit nach hinten zu gehen. So. So schnell komme ich da nicht hin. Yay. Ja. Okay, sehr knapp. Das wird wenigstens ein C. Passt schon. Da kann ich nichts machen. Das Training, also defensiv. Das kann ich gar nicht. El Rondo. Ja. Also ihr könnt es wahrscheinlich 100-mal besser als ich. Ist auch okay. So, irgendwas. Spieltag. Irgendwas. Man of the Match oder so. Aber die Fehde zwischen Walker und Hunter gibt dem Ganzen natürlich noch einmal zusätzliche Würze. Aber er schreibt ja nichts mehr. Also. Das ist es ja. Er schreibt ja nichts mehr dazu. Weil wir ihn ja überall besiegt haben. Es ist jetzt nur noch das Finale, ne? Wir haben jetzt hier in der Premier League noch ein paar Spiele vor uns. 5 Stück oder so. Und dann ist halt nur noch das letzte Spiel im FA Cup dran. Das gucken wir uns dann bald an, wie es hier weitergeht. Das sind vielleicht jetzt noch so 3-4 Folgen. Würde ich mal so sagen. 4 Folgen maximal. Und wir gucken, ob wir letztendlich eine erfolgreiche Saison haben. Ich bedanke mich erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Das wäre sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.